Moino! Willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Wir wollen uns heute auf das Karneval-Event vorbereiten, welches am 15.02. startet. Und dafür habe ich mir schon mal die zeitexklusiven Nook-Shopping-Gegenstände liefern lassen. Guckt mal her, wunderbar, wunderschön. Ich hole erstmal alles raus aus dem Briefkasten. Wenn ich doch nur mehr tragen könnte. So, ich bitte das zu entschuldigen. Also, die Resetti-Figur, dann das Set habe ich aus dem Zimmer bestellt. Es gibt noch was von Mama. Mein lieber Domi, obwohl ich weiß, dass es nichts nützt, puste ich mir immer wieder in die eiskalten Hände. Zum Glück tut es bei dieser Kälte auch nicht so weh, wenn ich mir aus Versehen in den Finger piekse. Voller Sehnsucht nach Sonne, Mama. Also, Sehnsucht nach Sonne habe ich auch. Aber bei dem ersten Satz dachte ich erstmal, sie pustet sich den Kopf weg. Besser nicht, ne? Besser nicht. Gut. Es hat sich noch anderer Stuff angestaut. Ein Brief von Nintendo zum Beispiel. Geschenk fürs neueste Update. Vielen, vielen Dank. Dann noch was von Dodo Airlines. Immer her damit. Gönnung. Und wenn wir schon mal dabei sind, bestellen wir doch gleich mal die restlichen zeitexklusiven Sachen, die noch neu dazugekommen sind. Nämlich den Glücksumschlag hier an Mondneujahr. Bis zum 17.02. bestellbar. Die Mondneujahr-Dekoration. Das Bukjomjoni-Söckchen. Ein Fan-Megafon für den Super Bowl. Und ein Football-Teppich. Also Sachen aus aller Welt. Sehr schön, Nintendo. Natürlich. Und da wären wir nun. Ich habe die ganzen Sachen besorgt und hier aufgestellt, beziehungsweise habe sie noch in meinem Inventar, sowie die Dell-Sonnenbrille auf der Nase. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal gezeigt habe, aber auch die wurde mir geliefert. Daher blende ich die jetzt einfach mal ein. Wir beginnen mit diesem coolen Säckchen. Ich weiß nicht genau, was das für ein Brauch ist, aber auf jeden Fall kann man da Sachen reinstecken. Und das geht beispielsweise mit Geld. Also vielleicht ist das so ein diskreter Weg, jemandem einen Privatkredit zu geben oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls bei einmaliger Verwendung ist das Säckchen dann auch schon weg. Und betreffend des Super Bowl können wir natürlich mit den Megafonen mächtig Tamtam machen. Oh yeah. Und links neben mir seht ihr auch schon den Football-Teppich, der sich gerade unter der Billard-Spielgelegenheit ganz gut macht, finde ich. Sport zu Sport, gewissermaßen. Und nachdem wir jetzt beide Football-Mannschaften angefeuert haben, machen wir noch ein bisschen Musik mit den Maracas. Und schauen uns die Resetti-Statue an. Da kann man nämlich das Licht an- und ausschalten. Was ich auch ein ziemlich cooles Detail finde. Ja. An, aus. An, aus. Und dann hätten wir noch hier oben. Ich weiß gar nicht, was das ist. Sind das Bohnen oder sind das Erdnüsse? I'm not sure. Und den Glücksumschlag sowie die leckere Herzschokolade für den Valentinstag und das Gestrickbild von Mama sowie die Mond-Neujahr-Deko an der Wand, die Herzblumen und ein Stiftehalter-Set von Mama. Damit wären alle diese Gegenstände nachgeholt. Könnt gerne euren Favoriten in die Kommentare schreiben. Ich finde ja vor allem die Blumen und diese asiatischen Gegenstände sehr, sehr geil. Aber auch die Resetti-Statue verdient einen wohlig warmen Platz, weil Resetti ja in Animal Crossing New Horizons echt in den Hintergrund gerückt ist, ja beinahe schon verbannt wurde, der arme Kerl. Als nächstes wollen wir in den Shop gehen und etwas ganz, ganz Wichtiges als Vorbereitung für Karneval kaufen. Es müsste nämlich bis zum 15. hier
ein gewisses Karnevals-Emotions-Set geben. Und da wollen wir natürlich zuschlagen. Ja, die Viva Karneval Emotionen. Knapp 20.000 Sternis kostet das. Aber das ist es wert. Und hier bekommen wir auch den Hinweis, nur bis zum 15. Februar verfügbar. Also schnell zuschlagen. Und verinnerlichen. Ah, so ist das. Alles klar. Ich habe ein paar neue Emotionen erlernt. Durch Drücken von ZR kann ich eine Gesamtübersicht aufrufen. Machen wir das gleich mal, wenn es hier drin geht. Werden die jetzt markiert? Ja, nicht, ne? Ich meine, ich sehe schon, dass die einen Punkt haben, aber einige alte haben auch noch einen Punkt. Ich glaube, diese vier sind neu. Allein schon, weil sie hier unten angereiht sind und alle irgendwas mit Karneval, Freude und Tanz zu tun haben. Also gut, Konfetti! Oh, die machen sogar mit! Nepp und Schlepp machen mit, wie cool! Next wäre Viva! Oh yeah! Und Aufforderung zum Tanz! Let's dance! Okay, bisschen cringe, aber gehört dazu zu Karneval. Also eigentlich ist Karneval ja pur cringe. So wie Rhythmus im Blut. Yo! Michael Jackson wäre stolz, Kapi. Das hier ist wohl auch was Zeitexklusives. Genau, eine Karnevalsfahne. Packen wir doch auch direkt mal ein, wenn wir schon mal hier sind. Dankeschön. Aber wir sind noch nicht bestens vorbereitet. Das Wichtigste fehlt noch. Was könnte das wohl sein? Richtig. Unser Kostüm. Im Real Life besitze ich kein einziges. Deshalb übernehmen wir das Ingame und schauen mal, was für wunderbare Karnevalskostüme hier angeboten werden. Da sollte es auch jeden Tag andere geben. Und ich pack mir einfach mal ein... Ja, das sieht doch schon mal ganz interessant aus. Karnevalsschmuck. Da finde ich die Farbe eigentlich ganz nice. Aber der Rest gehört doch jetzt nicht wirklich dazu, oder? Königswams. Naja, wobei. Vielleicht doch. Sieht aber jetzt nicht so mega nice aus in der Kombination, wenn ich ehrlich bin. So noch am ehesten. Das schon ausreicht, um an Karneval aufzutreten. Ich könnte noch so eine Maske anziehen. Aber ich glaube, wir schauen einfach morgen nochmal vorbei, denn am 15. geht's los. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Montag, der 15. Februar 2021, 11.48 Uhr hier auf Seychellen. Heute ist den ganzen Tag Karneval. Zeit, nach draußen zu gehen und eure besten Tanzschritte zu zeigen. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Viva Karneval oder Fasching, wie es bei mir in der Gegend heißt. Ich selber bin ja nicht so ein großer Fan davon, deswegen habe ich auch kein Real-Life-Kostüm. Aber eher offensichtlich. Und wir wollen uns auch was Schönes besorgen. Gucken wir nochmal rein in die Schneiderei, bevor wir zum Festplatz gehen. Und by the way, eine Sache liebe ich dann doch an dieser Zeit. Und das sind die Krapfen. Oder Berliner. Oder Pfannkuchen. Oder wie auch immer ihr den Scheiß nennt. Wobei, wer zur Hölle nennt die bitte Pfannkuchen? What the fuck? Das ist was ganz was anderes. Egal. Bitte enttäusch mich nicht. Hast du noch ein richtig klasse Kostüm für mich? Ansonsten muss ich mit nix Halbem, nix Ganzem gehen. Ui, ui. Ja.
Das ist geil. Let's go. Damit können wir uns sehen lassen, denke ich. Ist richtig schön freaky. Beste. Ich habe auch schon im Menüscreen gesehen, fast alle tanzen zusammen mit Pavo, dem Pfau, der dieses Event leiten wird, auf dem Festplatz. Jetzt kommen auch wir dazu und erfahren, was es so zu tun gibt an diesem Karnevals-Event. Oh yeah! Schön, dich zu treffen. Ich bin Claudia und ich werde bald Popstar sein. Okay, das war ein Witz, aber wo warst du bitte seit einem Monat, hä? Ich hab dich voll vermisst, Mann. Okay, dann rede ich mit euch später, wenn ihr mich wieder zulabern wollt, dass ich so lange weg gewesen bin. Dann sprechen wir erstmal mit Pavo. Wie eins, zwei, drei und vier. Deine Hüften, sie kreisen nicht, sie hören die Musik nicht, sie tanzen nicht. Also langsam haben wir Pavo. Wer Pavo ist? Ich bin Pavo. Steht das schön Nummer eins im Tanz. Beweg dich, Pavo. Schwing die Hüften wie Pavo. Tanze wie Pavo. Wie vor Karneval. Die Rhythmen des Karnevals halten dich in ihrem Bann. Das ist super, denn Pavo lässt dich nicht im Stich. Nun denn, gib dich ganz dem Geist des Karnevals hin. Nur einmal im Jahr feiern wir den Tanz und die Musik. Oh, Pavo sieht, dass du bereits etwas mit dem Karneval vertraut bist. Ihm gefällt deine Garderobe. Ui. Dann lass uns nicht lange zögern. Komm, der Tanz beginnt. Mach es wie Pavo und tanze. Tanze! Pavo soll zuerst seine Worte tanzen lassen und dir die Bräuche des Karnevals erklären. Also höre. Du siehst die vivaziösen Federn im Himmel. Nicht so wunderschön wie Pavo und nicht so charmant wie Pavo, aber dennoch sehr hübsche Federn. Pavo will sie. Bring Pavo drei gleichfarbige Federn und du erhältst eine Belohnung in der Farbe. Und die entzückenden Regenbogenfedern. Pavo über alles. Bring sie Pavo alles ab. Da los. Pavo vergaß. Trägst du den Tanz im Herzen und in den Hüften? Kannst du Regenbogenfedern selbst basteln? Nimm diese Bastelanleitung von Pavo und lass dich vom Tanz leiten. Lala. Pavo ist einerlei, wofür du die Federn des Karnevals verwendest. Doch wisse, erhält Pavo Federn von dir, erhältst du vivaziöse Geschenke von Pavo. This shit is crazy. Aber damit hätte ich rechnen müssen. Was er sagt, ist natürlich goldrichtig. Überall auf unserer Insel fliegen nun Federn umher. In vier verschiedenen Farben plus Regenbogenfarben. Und diese müssen wir ihm bringen, wie er schon sagte. Auf diese Weise können wir 9 Karnevals-Items bekommen. In 5 verschiedenen Farben. Ja, jedes Item 5 verschiedene Farben wegen 5 verschiedenen Federn. Er sagte zwar, er möchte Federn vom gleichen Typ dreimal. Nach meinen Infos bekommt man allerdings, wenn man ihm eine Regenbogenfeder zeigt, welche wiederum ziemlich selten ist, sofort einen neuen Gegenstand. Also lasst uns einfach mal ein bisschen suchen. Eine lilane wäre jetzt noch ganz dufte. Dann könnte ich nämlich zumindest schon mal das erste Geschenk abholen und den Rest dann offcam machen. Aber so bekommt ihr wenigstens einen guten Eindruck davon, wie oft diese Federn spawnen. Es ist ein bisschen erhöht im Vergleich zu den Schneeflocken und sie sind auch einfacher zu bekommen, weil sie nicht sofort verschwinden, wenn man daneben schlägt. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wenn das in wenigen Sekunden gegessen wäre. Da muss man schon ein bisschen was für investieren. 2 Farben haben wir jetzt schon gesehen. Kriegen wir auch die anderen noch zusammen oder gar eine Regenbogenfeder? Oder später werde ich sie auf jeden Fall bekommen, da bin ich sicher. Aber wie lange wird das dauern? Irgendwie habe ich das Gefühl, man sollte sich mehr in der Mitte der Insel aufhalten. Konfetti fällt überall vom Himmel. Die Federn jedoch, die lassen sich dann jetzt doch wieder etwas Zeit. Habe ich da einfach nur Pech? Oder bin ich gar blind? Habe ich vielleicht schon 5 übersehen? Ich weiß es nicht.
Aber wenn das so weitergeht, dann gibt's wohl doch gleich einen Cut. Hier ist noch eine grüne. Ich hab sie. Eine Smaragdfeder. Und eine Rubinfeder. Fehlt nur noch die Regenbogene. Da ist eine Regenbogene. Hier geblieben. Yes. Toll. Eine Regenbogenfeder. Viva Karneval. Hype. Natürlich können wir diese auch selbst herstellen, wie Pavo uns schon sagte, aber ich denke, das wird sich nicht wirklich lohnen, oder? Ich schätze mal, man braucht 5 von jeder Sorte? Nur eine? Real Talk? Okay. Das ist nice. Ich glaube, ich habe ein bisschen reingehustelt. Ja, ich habe mir einige von den Regenbogenfedern gecraftet, weil es ja doch sehr, sehr günstig ist. Und weil man dann wohl die Gegenstände direkt als Regenbogenfarben bekommen kann. Und das ist natürlich sehr, sehr heftig. Bringst du Pavo-Federn? Bei meinen Schwanzfedern? Pavo kann seinen Augen nicht trauen. Eine Regenbogenfeder? Oh, so schön. So Karneval, so Pavo. Wird sie Pavo gehören? Ja. Klar. Oh ja, gib's ihm, Pavo, gib's ihm jetzt! Hier. Gönn dir. Aber hat er nicht schon einige hinten an seinem Arsch? Viva Regenbogen! Tanze, lache, folge Pavos Rhythmus, posiere, stolziere, folge Pavos crazy shit! Viva Karneval! Haben wir einen Psychiater hier in der Nähe? Pavo ist höchst erfreut. Das ist der Geist des Karnevals. Du bist so gut zu Pavo. Und Pavo ist gut zu dir. Siehe, Pavo gibt dir die Karnevalsfahne. Wow. Du verkörperst den Geist des Karnevals. Mach weiter, so Pavo befiehlt es. Her mit mehr Federn. Alter, du bist wie die gierigsten Zuschauer. Mehr! Mehr! Wann kommt was? Wann kommt das und dieses Let's Play? Chill doch einfach mal und guck in den Uploadplan, danke. By the way, Bro, ich hab noch mehr. Warum sprichst du mit Pavo, wo du doch den Tanz für sich sprechen lassen solltest? Bei meinen Schwanzfedern? Noch ein Regenbogenfeder? Oh, gang! Ja, mach ich doch. Gib her! Oh, ja! Und wir dachten, Maronus wäre verrückt. Ja, bitteschön, ein Karnevalsschirm! Pavo will nicht mehr Federn, Pavo braucht mehr Federn! Hilf Pavo, Pavo hat den Karneval! Ja, also ich würde sagen, ich übergebe dann mal offcam alle Federn und dann schauen wir uns die Preise am Ende an, bevor wir hier noch alle den Verstand verlieren. Du hast Pavo viele Federn gebracht, die ihn erfreut haben. Das ist gut. Doch Pavo verlangt nach mehr. Bring Pavo 3 Regenbogenfedern. Im Tausch gibt Pavo dir den ultimativen Preis des Karnevals. Los, Gigi. Keine Fragen, nur Federn für Pavo. Nochmal 3 Regenbogenfedern obendrauf. An sich kein Problem, Bruder. Besorge ich dir. Wenn ihr euch jetzt wundert, hä, du hast ihm doch schon die ganze Zeit welche gegeben. Das liegt daran, dass man, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, die Gegenstände dann nicht nur in Regenbogenfarbe bekommt, sondern sofort. Normalerweise muss man ihm ja Federn von der gleichen Farbe in dreifacher Ausführung bringen. Also entweder 3 rote oder 3 blaue. Aber eine Regenbogenfeder reicht aus, um das Item sofort zu erhalten. Und es ist, glaube ich, auch möglich, mit den Bewohnern Federn zu tauschen. Hey, wer ans Tanzen denkt, denkt an mich, oder? Was sonst? Ich übe zu Hause vorm Spiegel, voll die Choreos und an Karneval geht's dann ab ins Rampenlicht. Okay, sie will wieder nur angeben.
Hi, Donny. Endlich ist Karneval, Mann. Wie sieht's aus? Hast du dir Tanzschuhe schon geschnürt, oder was? Dir muss nicht die Düse gehen, vor so vielen Leuten abzuhampeln. Da macht sich keiner zum Kasper, wollen doch alle feiern, also lasst euch einfach gehen, Hühnermist. Die wollen doch nicht tauschen? Also es geht auf jeden Fall irgendwie, aber vielleicht erst später? Oder muss ich sie tragen vielleicht? Ja, das wäre aber Quatsch, oder? Weißt du, was nervt? Wenn die Feder vorbei, sie segelt, auf die man scharf ist und man sie dann nicht erwischt. Hey, falls du irgendwann mal eine Rubinfeder so viel hast, lass uns doch tauschen, ja? Hat wohl doch geklappt. Die Federn sehen ja alle ganz cool aus, aber ich will eine Regenbogenfeder. Sonst nix, Hühnermist. Hä, und wie kann ich jetzt die Rubin... Achso, ich hab grad gar keine, ne? Ja, okay. Ja, super. Ich habe jede Farbe da, sogar Regenbogenfarben. Nur eine rote gerade nicht. Ich will aber das zeigen, dass man tauschen kann, Mann. Ich kam nicht umhin zu bemerken, dass du eine lila Feder besitzt. Würdest du einen Tausch gegen meine Smaragdfedern in Betracht ziehen? Yo, voll der gute Deal. Oh, wundervoll. Lass uns den Tausch gleich vornehmen. Früher Pokémon getauscht, heute Federn. Du bist dir sicher? Eine deiner lila Federn für eine meiner Smaragdfedern? Ja. Perfekt. Mein Karnevalsheld. Ach, dies ist fast so unterhaltsam wie das Tanzen, nicht wahr? Ja, kommt hin, kommt hin. Du bist hier, um Pavo die Federn zu bringen, nach denen das Pavo verlangt. Pavo, sieh's dir an! Du hast Pavo die 3 Regenbogenfedern gebracht. Nun lässt Pavo seine Hüften noch freudiger kreisen. Nein, bitte nicht. Worauf wartest du? Gib sie Pavo sofort! Ah, ist ja okay, hier. Vivaziöser Regenbogen! Pavo lacht, Pavo schreit, tanzt mit Pavo, seid gescheit! Viva Karneval! Manchmal frage ich mich, was ich hier eigentlich mache. Und noch einmal! Hoch, runter, links, rechts, vorn, zurück, Pavo, tanzt! Viva Karneval! Das Cringe-Barometer ist geplatzt. Uff, dieser Tanz, das nennt man Perfektion. Alles dir zu verdanken. Zu solch vivaziösen Leistungen ist Pavo nur motiviert, wenn man ihm Federn bringt. Nun hast du dir den ultimativsten aller Preise verdient. Pavo verleiht dir den Karnevalswagen. Ja, die sind tatsächlich ziemlich cool während Karneval. Seine Schönheit wird der Pavus nicht gerecht, doch er verkörpert den Geist des Karnevals. Viva Karneval! Ah, doch, Pavo verlangt es noch immer nach mehr Federn. Auf Pavo, lasse deinen Fluch. Doch zuerst mit Pavo tanzen. Tanz mit Pavo. Ja, tanz und bring Pavo mehr Federn, dann gib dir Pavo weitere Belohnungen. Will ich das wirklich? Ja, gut, komm. Einmal testen wir es noch aus. Ich glaube aber, man bekommt nichts Besonderes mehr. Also jetzt ist das Event eigentlich durch. Warum sprichst du mit Pavo? Achso, du willst mir Federn geben? Gönn! Mach ich. Ja. Meine letzte. Du bekommst mein letztes Hab und Gut. Oh, geilo! Viva Regenbogen! Pavos höchste Freude, das ist der Geist des Karnevals. Pavos erfreut, Pavo hält sein Wort und gibt dir den Karnevalsschirm. Yo, aber den habe ich doch schon, du Betrüger. Pavo braucht mehr Federn. Such dir die selber, du Freak. Ich check gleich ab, ob das zweimal... Ja, machen wir es direkt. Ist das jetzt zweimal derselbe Schirm gewesen? Weil ich meine, ich habe mir in beiden Fällen eine Regenbogenfeder gegeben. Ja, sieht auf jeden Fall danach aus. So ist es. Also lasst euch nicht von ihm abziehen. Es ist ein Betrüger. Naja, ich gehe jetzt trotzdem noch ein paar weitere Federn sammeln, denn ich zeige euch gleich, wie man die Gegenstände umfärben kann. Denn anders
Als bei allen bisherigen Items braucht man für das Umfärben der Karnevalsgegenstände ebenfalls Regenbogenfedern. Da gibt's einige coole Variationen. Dachte mir aber, Regenbogen ist der größte Flex. Deshalb bin ich gleich damit eingestiegen. Aber gerade so der Karnevalsstand, der hat auch verschiedene Optiken. Da kann man sich durchaus auch für eine andere Version entscheiden. Ja, ich zeige einfach mal alles, weil das ist ja diesmal wirklich ziemlich interessant. Okay, gut, die Muster, die wiederholen sich dann auch, aber dennoch. Ich finde schon, dass die Karnevals-Items sehr, sehr eigen sind. Im positiven Sinne. Das finde ich auch ziemlich schön, die Karnevalsbühne. Da haben wir die Trommel. Und jetzt stelle ich die ganzen Dinger mal auf. Und da wären sie, alle Karnevals-Items. Schön, oder? By the way, den Umzugswagen, den kann man nicht umdesignen. Allerdings ist er meiner Meinung nach auch einfach schon perfekt. Es gibt keinen Grund, den noch irgendwie umdesignen zu wollen. Der ist echt mega nice. Ich weiß zwar nicht, wie man so ein Ding natürlich in seine Insel integrieren will. Aber wenn ihr eine Idee habt, dann haut sie gerne raus. Jede Menge Konfetti. Und ein schöner Stand. Den kann ich noch am ehesten irgendwie gebrauchen. Aber alle Gegenstände echt wunderschön. Ich hoffe, der Part war auch wunderschön, abgesehen von den freaky Pavus-Szenen, aber dafür kann ich nichts. Danke fürs Einschalten und die Super Mario-Items, die kommen ja auch schon bald. Bis zum 25.02. Man sieht sich. Ciao, ciao.